Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Schwake Connections Switzerland Event Video hier im Euro Schwake Simulator 2. Wir stehen hier noch bei Nürnberg und von hier aus geht dann die Reise wieder zurück in die Schweiz. Weiter mit 3 von 10. Wir haben den Auftrag überhaupt haben in die Schweiz. Da kann man auch sogar nach Bern fahren. In Bern waren wir auch noch nicht. Haben wir sogar außerhalb von Bern, also weit außerhalb von Bern, ist ja schon fast in Frankreich, und fahren dann einen Raupenbagger Volvo EC220E von Treaty in Nürnberg, 20,5 Tonnen zum Steinbruch in Bern für 22.500, das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal tanken. Wo haben wir denn Treaty? Ah, perfekt. Einmal außenrum die A6 hoch, die A7 hoch und dann die A3 hoch. Und dann sind wir mit Treaty 181 Kilometer. Fahren wir erstmal leer. Interessant, dass es auch jetzt hier gerade leckt. Also eigentlich leckt es ja meistens dann nur, wenn man in der Stadt ist, aber okay. Scheinbar nicht. Hoffentlich legt sich das jetzt noch, wenn wir hier so vorbeifahren. Aber gut. Müssen wir pennen, wahrscheinlich eher weniger. Aber wie gesagt, tanken müssen wir auf jeden Fall, auch wenn wir voll getankt sind. Oder wir sind zumindest wahrscheinlich sehr nah am Ende, aber da wir wahrscheinlich noch schön. Na, fahren wir durch die Alpen, fahren ein bisschen durch die Alpen. Wahrscheinlich. Deswegen wird es wahrscheinlich so viel Sprit verbrauchen, dass wir tanken müssen. Also ich merke schon, in der Statistik werden das sehr hohe Zahlen werden. Also ja, für mich gestern im Grunde für euch vorgestern nicht mehr ganz geschafft nach dem Aufräumen und so weiter. Das Video fertig zu machen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Zeit hätte ich zwar da gewesen, aber. Die Ausfahrt rechts? Wobei, ja gut. Zeit schon, aber. Biege nach rechts ab. Kann halt auch echt nur 5 Miles pro Hour runtergehen, 5 Kilometer pro Stunde runtergehen, wenn man Bobtail fährt. Aber gut, it is what it is. Habe ich jetzt gestern auch nicht mehr wieder das gemacht. Also ich bin jetzt am Samstag auch nur nochmal rumgestanden AFK, weil naja, anders busy gewesen so gesehen. Von daher muss ich das noch am Sonntag, also heute machen, für mich, das für euch für gestern. Auch wieder schöne über die Brücke
Haben wir hier. Ne, haben wir nicht. Glaube ich nicht. Vielleicht aber schon. Allerdings würde es nur Sinn machen, wenn man dann schaut, ist. Dass man da eine Schleuse hat für die Schiffe. Dementsprechend werde ich das heute in Level mit anderen machen müssen. Aber erstmal die anderen beiden Videos bearbeiten und rendern. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Na klar. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Und dann sind wir auch schon so gut wie da. Lange nicht mehr bei Treaty gewesen. Bin aber sehr gespannt, wie das in dem Bären ist. Auch meine Maus mal gereinigt, nach so, weiß ich gar nicht, ob das jetzt wahrscheinlich sogar um die 10 Jahre dürfte die alt sein, und ich glaube, ich habe sie jetzt vielleicht das erste Mal gereinigt, nach 10 Jahren, dementsprechend sah sie auch raus. Mal schauen, vielleicht muss ich mal darauf achten, also die nächsten paar Wochen, den nächsten Monat. Ob die jetzt doch weiterhin doppelt klickt oder ob das Problem gelöst hat, obwohl ich ja eigentlich nicht innen gereinigt habe, sondern nur von außen. Ja, danke für nix. Und dann haben wir hier unsere Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nice Brücke. Biege nach rechts ab. Über links halten. Ja, es kommt aber spät, ne? Also, wenn man nicht aufs Navi guckt, oder kein, na gut, wenn man kein Navi hat, gemeint, wenn man nicht aufs Navi guckt, dann, hätte das böse enden können. Bitte links halten. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab.
immer geradeaus. Das wird auch gleich cool sein hier mit dem Tiefwader wieder hochzufahren. Durchs Wohngebiet durch. Kann ich wirklich drauf, ob wir uns die Szene sehen können, aber in welchem Ort wir gerade sind. Aber das sehen wir wahrscheinlich ja gleich, wenn wir herkommen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Vermute ich jetzt einfach mal. Schön bei der Straßenbahn. Biege nach links. Ach, wieder cool mit der Brücke. Das ist die Straße breit, deswegen können uns die Felsen nicht so viel interessieren. Ja, dieses Prefab, das neue. Also neuen Anführungszeichen, keine Ahnung wie neu das ist, aber loslegen. Genau, wollen wir mal machen, wollen wir loslegen. Rundum euch da an. Vorne blitzt es auch. Dann wollen wir mal gucken, wie die Reise geht. Gut, eigentlich ja. Naja. Na, wir der A3 hoch, auf die wechseln wir auf die A7, wechseln wir auf die A6, von die dann die A6 weiter hoch, die dann zu A81 wird. Und dann sind wir wieder an der Grenze, dann fahren wir in der Schweiz auf der A4, fahren dann auf die A1, wechseln dann auf die A1L, dann auf die A1H, wahrscheinlich wieder hier über die Hochbahn, I guess. Und dann fahren wir weiter auf der A1. Ich frage mich, was kürzer ist. Wäre der wirklich eigentlich kürzer? Ja, fahr am Bären vorbei und dann mal ein bisschen Landstraße zum Steinbruch. Und dann müssen wir dann zurückfahren zu, ja, hier vorne. Und können dann da vorne pennen. Oder können wir auch hier pennen? Ja, okay, wir können da pennen. Also in Frankreich, ne? Kriegen wir schon eher Aufträge in Frankreich. Aber gut, den wollen wir mal. 610 Kilometer bis zum Ziel. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schön freie Bahn. Oh, noch Güterzug fährt auch rüber. Das ist ja cool. Zweite Ausfahrt nehmen. Sowohl Straßenbahn als auch eine Güterzugstrecke. Nimm diese Ausfahrt. Oder ist das hier noch in Nürnberg und ist noch irgendein Stadtteil von Nürnberg? Oder gehört noch dazu? Weil war ja wahrscheinlich irgendwann mit Emmerich oder so. Irgendwie sowas war das doch. Immer geradeaus.
das ist schon nice. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Jetzt wieder auf die Autobahn Richtung Nürnberg geführt. Der hätte ruhig noch eine Barriere sein können. Ne? Also wenn hier irgendein Raser dann hochbrettert, wobei, ne, das ist halt die Frage, wie viel Geschwindigkeit man aufbauen kann, dass man da dann noch aus der Kurve rausfliegt und dann in der Hausfront landet, aber ja. Oder vielleicht zumindest so eine Biege nach rechts ab. Lärmschutzwand. Bitte rechts halten. Ja. Wir haben wieder einen ordentlichen Schwerpunkt hier. Muss man jetzt wieder bei den vielen scharfen Kurven das wahrscheinlich noch erwarten. Mit einer Rechnung. Wobei scharf werden die Kurven in den Alpen ja nicht sein, aber zumindest bei den Abfahrten muss ich mal ein bisschen jetzt aufpassen. Ich war ja jetzt auch nicht mal vor Spur so ein bisschen, aber naja. Da hat die KI wahrscheinlich gedacht, ja gut, da ist noch eine dritte Spur offen. I don't care. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Wir können ja auf alle Fälle Ausfahrt rechts. Immer gleich geradeaus. Schauen, wenn wir dann beim Steinbruch sind. Bitte rechts halten. Konzentration. Wenn wir abgeliefert haben, erstmal schauen, wie die Auftragslage so ist. Wenn die Auftragslage da zu dem Zeitpunkt sagt, ja okay, wird schwierig, weil es eine Aufträge nach Frankreich, Deutschland oder Italien gibt, dann sollten wir uns vielleicht doch ein bisschen vom Steinbruch entfernen. Um einfach mehr Auswahl zu haben. Wobei es wahrscheinlich sowieso allgemeinsinniger ist, wenn man dann irgendwie ein paar mehr Firmen zur Auswahl hat. Als wenn wir jetzt irgendwie in der Walachei am Steinbruch stehen.
Aber schauen wir gleich mal. Oder ob irgendwie auch Aufträge aus was weiß ich, was da gerade noch in Frankreich in der Nähe ist, bekommen. Ah ja, okay. Wir haben ja doch einen Staudamm oder zumindest ein Wasserwerk und dementsprechend hier auch der getrennte Fluss für die Schleuse, für die Schiffe. Cool mit dem langen Güterzug, da war halt wirklich gerade lang. Dürfen wir jetzt gleich da kommen? Okay, ja. Ja, auf nach Stuttgart oder auf Richtung Stuttgart? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Lieber langsam reinfahren und raus beschleunigen als, was weiß ich, nicht reinbremsen oder als reinbremsen und einen Abgang machen. Danke für nix. Wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, um zu testen, ob man das System dribbeln kann, indem man einfach selber Gas gibt. Aber dann muss ich jetzt aufs nächste Mal warten. Auch gut zu wissen für späte Überholmanöver. Und falls ihr damit schon Erfahrung gemacht habt, dann könnt ihr es auch gerne in den Kommentaren sagen. Dann weiß ich das schon mal im Voraus, dann kann mich dann vielleicht auch eher darauf einstellen. Dass ich jetzt nicht nur den Moment erfassen muss, sondern auch umdenken muss, dass ich da was testen wollte. Wenn ihr damit schon Erfahrung gemacht habt und mir Sachen, das ist vielleicht ein bisschen mehr drin im Kopf. Dass es geht. Lange Baustelle.
scheinbar muss man manchmal, wenn das nicht greift, könnte man prinzipiell Tempomat an und wieder ausmachen. Aus und wieder anmachen. So rum. Man dürfte das wieder neu greifen. Zürich haben wir jetzt auch ausgeschildert. Aber es ist auch voll interessant, das voll Feature. Dadurch neigt man doch schon eher hinter LKWs herzufahren, anstatt sie zu überholen. Ich wollte gerade sagen, interessant, dass er nicht greift, wenn man bergab rollt. Was er zuvor auch nicht getan hat, aber. Ja. Aus gegen Zürich. Das ist ein Skyline hinter mir. Ist der, mit die ganze Zeit wieder überholen will. Okay, wow. Ja, wahrscheinlich ein Scania vielleicht. Ja. Wahrscheinlich dann die Straßen vorbei. Ist das vielleicht Straßburg dann? Ich denke also eher so ein bisschen bei Lyon, aber auch nur ungefähr. Wir Straßburg. Das wäre Dijon, okay. Lyon ist weiter südlich. Ein Viertel des Tages haben wir jetzt leer gefahren. Wir haben jetzt noch 300 Kilometer. Okay, dann muss ich, ja gut, je nachdem, das geht ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen bergauf. Da wir ja zumindest die Alpen kratzen.
ist schon cool, so wie die Landschaft es hier auch gemacht ist. Dass man auch schon deutlich mehr spürt, dass es mehr Richtung Süden geht. Richtung Berge. Das sah ja auch wild aus, oder witzig aus ein bisschen mit dem. Mit dem war das MN ohne Aufbau. Und dann die LKWs dahinter. Eigentlich heute auch noch mal so ein bisschen, wobei das kann ich ja eigentlich sogar machen. Egal was nebenbei läuft, dass ich dann die Statistiken mache. Beziehungsweise die beiden Statistika von den letzten beiden Events. Damit ich die auch mal fertig habe. Und dann planen kann. So, da hier noch auf die Beendigung von diesen Events warten muss. Und da sind wir schon bei der Grenze. Wir haben wahrscheinlich 12 Uhr. Genau, da ging jetzt wieder Kohle flöten. Ist das verwirrend gerade hier? Aber wir müssen hier lang, glaube ich. Auch interessant, wie nah die einfach hier dran stehen. Oh, ich hätte auch rechts rumgekonnt. Okay. Ja, wir haben einen kürzeren mitgenommen. Aber gut, dass wir hier lang gefahren sind. Dadurch muss man jetzt nicht stehen bleiben, aber ich habe das Gefühl, dass es rechts ein bisschen breiter wäre als jetzt hier. Alles in Ordnung, super. Aber hat ja alles gepasst. Jetzt noch ein bisschen dauern. Oder auch nicht. Es fühlt sich gerade so ein bisschen so anders, als ob wir noch nicht gewesen sind, aber wir sind ja schon gewesen. Das ist echt irgendwie. Als ob man was Neues entdeckt und wir sind wieder in der Schweiz. Ja, okay, nee. Jetzt kommt es einem wieder bekannt vor. Aber ich meine, ganz über, zumindest von dieser Seite aus, wirkt anders. Schon. Es ist schon schön.
Wir haben ordentlich Platz gelassen, aber er will, glaube ich, nicht rüber. Und wir müssen da jetzt langsamer werden. Bitte rechts halten. Natürlich. Also müssen wahrscheinlich nicht, aber aufgrund einer Schwerkraft mache ich es lieber einfach mal und beschleunige dann lieber. Langsam gemütlich bergauf heraus. Als wie gesagt, dass ich in die Kurve, in die Abfahrt reinrase. Abfahrt, Auffahrt, beides. Und dann mich längs lege. Rechts oder links halten? Wahrscheinlich rechts halten, wobei nee, wir sollen ja eigentlich links durch die Stadt durch, ne? Weil es ja angeblich kürzer ist, aber dann fahren wir jetzt hier raus und dann weil wir fahren da noch nicht. Wir sind ja hier lang gekommen und dann da die hohe Straße. Das heißt, wir fahren jetzt hier lang und dann. Ja, komm, machen wir. Wir fahren durch Zürich durch und nicht an Zürich vorbei. An Zürich vorbei kann man noch mal anders mal fahren. Also links halten. Dann müssen wir uns rechts links halten. Bitte links halten. Nee. Zürich nochmal von dieser Seite aus. Wenn wir vom Grenzübergang kennen, wirkt das dann immer wieder anders. Ausfahrt rechts nehmen. Aber wirklich runter. Also doch ein bisschen länger wird am Ende. Und das sogar Voraussetzung ist. Sein rechts rüber. Da stand da eben 50. 60 und nicht 50. Na klar. Wir hier jemals eine Straßenbahn sehen? Bitte rechts halten. Demnächst links abbiegen. Warum ich das hinbekommen habe, dass der Tempomat aus ist. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Biege nach links ab. Auch will ich ja so eine schöne Großbaustelle. Bisschen weit rausgekommen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Ihr Flug, nur ein Popeye-Flugzeug, oder? Was war das Geräusch? Jetzt links halten. Ja, ja, schon links. Ja, gut, nach Bern. Sie going. Bitte links halten. Schon längst dabei. Noch 160 Kilometer durch die Schweiz durch. Näher an uns einen halben Tank. Also gut, sind noch ein bisschen davon entfernt und so, ne, aber ich hab dich hier überholen lassen, aber unter Problem mit Tippen und nichts passiert. Okay, muss wir eigentlich links halten und nicht mittig. Nicht rechts. Würde ich behaupten. Bitte links halten. So, ganz gut erkennbar jetzt hier bei den Schildern. Aufgrund des Doppelpfeils, der getrennt ist. Da sieht man es doch sehr gut. Bitte links halten. Habe ich gar nicht gedacht. Habe ich ja gar nicht gedacht, dass es so eng wird. Wir sind halt ein bisschen drüber, ne? Aber ich glaube, wir holen auch die Fahrzeit ein. Ich glaube schon, 8 Minuten. Bitte links halten. Ja, doch, wir halten eigentlich die. Wir holen. Zeit ein. Dann würde ich sagen, fahren wir durch. Wir wollen ja sowieso neben dem Steinbruch dann pennen. Wobei, jetzt dann sind wir ja dadurch gezwungen, da zu pennen. Aber dann pennen wir da. Und dann müssen wir notgedrungen eventuell ein bisschen Bobtail dann, falls wir keinen Auftrag haben, der irgendwie, was weiß ich, Österreich, Spanien, Portugal, Balkan, Osteuropa, Nordeuropa, England. Wenn wir keinen Auftrag haben, müssen wir halt erstmal ein bisschen frei Schnauze fahren. In 2 Tagen. Schieben wir rüber. Du musst da auch hier und da mal scheppern hier in den Wohnblumen, die nah an der Bahnschiene oder an dem Kreuz sind. Wie ist die Lage? 1618, ja doch. Das machen wir so.
bitte links halten. Das passt schon so. Ich weiß. Wir sind ja schon gleich da. Wir fahren jetzt Landstraße. So viel Tank haben wir gar nicht verbraucht, wie ich dachte. Ich habe echt gedacht, dass wir rechts mehr als die Hälfte des Tanks brauchen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber es wäre schon viel, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Rund um 60. Ja, ich weiß, ich werde müde. Auf der Lensch. Ah, gut, wir sind ja in der Schweiz. Wir sind ja in der Schweiz, da ist es ja auch anders. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Noch ein ganzes gutes Stück. Okay, nur. Ja. 21 Kilometer. Schön, dass wir dürfen die 80 überfahren. Noch bin ich über meiner Zeit, also ich habe noch 12 Minuten. Okay, jetzt werden durch die Landschaft, durch die Landstraße ein bisschen Zeit wieder verloren. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und dann sind wir auch schon da. Beim Steinbruch. Doch sehr nah an der Ortschaft. Ich dachte eher, das ist mehr in der Pampa, aber okay. Aber es ist schon schön hier. Demnächst rechts abbiegen.
Da hätte ich auch hergekonnt, rausgekonnt. Aber rein ist dann doch schon eher hier richtig. Immer noch eng. Okay, aber okay, nur ein halbes U. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist. Ist ja doch schon eher wie sonst. Von der anderen Richtung hätte ich kommen müssen. Ah, ist schon cool, wie so mit der Feldstruktur im Hintergrund. Lecker, wieder rumreißen. Wunderbar. Ja, und jetzt müssen wir direkt hier. Der war doch so, oder? Wir müssen sowieso quetz rein. Den müssen wir doch außen rum, glaube ich. Kommen da gar nicht außen mehr rum, ne? Der andere Weg wird doch besser gewesen. Ja, schalt doch jetzt einfach mal. Sogar noch mal aus dem Rumfahren, kann man einfach so schon. Ich bin auch so gut gedreht. Sehr schön. Dann laden wir mal das gute Stück ab. Ausgezeichnet Raupenbagger Volvo EC220E von Nürnberg nach Bern geliefert. Gefahrenstrecke 792 km, Dauer 58 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 375,5 Liter. Das war der 203. erledigte ETS-Freiwilligerschlagsauftrag. 22.478 Euro gab es dafür und 1.172 Erfahrungspunkte. Dann wollen wir zum Schlafplatz zum Ecke fahren.
Frau noch mehr Strafe bekommen. Und bevor wir uns jetzt hier einen Sekundenschlaf bekommen. Der Regen, der ist mir jetzt egal. Auch interessant, dass einfach hier links den Weg lang geht. Ist das hier? Ja, muss hier sein. Das ist ja cool. Macht zwar nur ohne Anhänger Sinn, aber... Schön, schön, schön. Das war doch in diese Richtung, ne? Ja. Da waren 60 Euro mehr. Ein Verstoß. Ja, ist ja gut, wir sind ja gleich da. Was denn jetzt? Dann wollen wir mal gucken, ob ich gleich wieder noch ausmachen. Externe Aufträge bekommen wir was von Bären aus. Le Mans, Ungarn. Also Ungarn. Luxemburg, Slowenien. Also die Auswahl ist doch eigentlich schon da. So, machen wir das aus. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Trade Connections Switzerland Event oder vom Cruising Nebraska Event. Und bevor ich jetzt noch eine weiteren Verstoß gegen Ruhezeiten bekomme, wir haben 113.000, würde ich sagen, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!